Hallo ihr Lieben, heute kommt auch noch mal ein Video von uns. Starten wir gleich mit dem Gartenrundgang. Hier seht ihr den Pflanztisch, der relativ neu dazugekommen ist. Und in diesem kleinen Beet hier unter einem Dach ist dreimal die Tomate reingekommen. Das ist die Sorte Zuckertraube und vorne Asiasalat. Dann seht ihr hier unseren Hauswurz, den wir in Dosen gepflanzt haben. Und der auch schon so kleine Röschen gebildet hat. Also dem scheint es da in den Dosen und an dem Platz ganz gut zu gefallen. Ja, und in der Mitte wächst wilder Wein. Das hier ist unsere Kirsche, die sieht zurzeit nicht so gut aus, die hat Blattlausbefall. Ja, hier ist das Margaritenstämmchen, das sind alles neue Blüten, ich habe die vertrockneten abgeschnitten. Und hier ist auch noch meine Tomate in die Tuppe gekommen und ich habe so Seile angebracht, mit denen werde ich die Tomaten dann immer anbinden, wenn sie wachsen. Ja, das Wasserspiel habe ich jetzt mal aufgebaut. Hier seht ihr das, dient auch den Insekten als Trinkstelle. Und das hier ist Kopflavendel, den habe ich hier einmal eingepflanzt. Ich fand den total schön und habe den mitgenommen. Hier seht ihr unsere Blumenampeln. In den ersten zweien habe ich Kapuzinergresse eingepflanzt. Und hier sind Brennnesseln, die nehme ich dann später zum Mulchen. Im kleinen Gewächshaus sieht es zurzeit so aus. Hier ist auch nochmal eine Tomate in einem Topf. Das ist die Philomena-Tomate. Und rechts daneben, das ist die Green Zebra. Hier ist auch nochmal eine Tomate, das ist auch die Green Zebra. Der Platz scheint wirklich am besten zu sein, die sieht am weitesten aus. Daneben eine Paprika, die neu dazugekommen ist. Und hier auch nochmal eine Tuppe mit zwei Tomaten. Hier seht ihr die Beerenklette, die einfach jedes Jahr immer größer wird. Und schaut mal im Vergleich zur Hand, wie riesengroß das Blatt ist. Ist auch gut für Wildbienen und Insekten, die Beerenklette. Ja, hier in der Tuppe sind nochmal Paprikas, zwei Stück dazugekommen. Die Sorte heißt Flynn. Dann habe ich hier einmal die Glockenblume gepflanzt. Hier seht ihr nochmal zwei Tomaten, zwei Green Zebras. Nee, Philomena, genau. Und hier sind die Insektennisthilfen. Hier wächst die Phacelia. Das war einfach so ein Samentütchen für Wildbienen, also Pflänzchen, die für Insekten interessant sind. Hier sieht man die Erdbeeren. Da kommt schon die erste Erdbeere für dieses Jahr raus. Da unten ist noch nichts. Und hier seht ihr unsere Vogelfutterstation, wo wir total gerne die Vögel beobachten. Und das Totholz mit dem umgedrehten Blumentopf, da ist Stroh drin. Und ja, hier ist auch nochmal eine Erdbeere. Und das hier ist das kleine Beet auf der Terrasse. Das sieht dieses Jahr irgendwie nicht so gut aus. Also da will irgendwie nicht so richtig was wachsen. Hier sieht man die Möhren, da könnte vereinzelt noch was werden. Dann sieht man hier den Eichblattsalat, der sieht auch nicht so gut aus und die Radieschen auch nicht. Also mal schauen. Dann nochmal Totholz und hier auch nochmal für die Vögel Futter. Und ja, hier sieht man, ich habe die Tomaten alle an so Bändern befestigt, an so kleinen Seilen. Und das hier ist unser Blauregen. Da haben wir auch Totholz angebracht für Wildbienen und Insekten. Auch auf dem Regal ist ein Stück Totholz für Wildbienen.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Hier ist ein bisschen Wildwuchs in dem Balkonkästchen. Das habe ich einfach so gelassen. Da wächst Salat und verschiedene Blümchen und da habe ich dieses Jahr nichts gemacht und einfach wachsen lassen. Das hier ist der Eibisch, der sieht richtig gut aus und ich freue mich schon, wenn der anfängt zu blühen. Ja, und diesen 2 Tonnen, da vererden wir immer unseren Bokashi, den wir dann auf die Beete ausbringen. Hier der Lavendel. Ja, und auch im Teich hat sich was getan. Ich habe noch mal ein paar Schwimmpflanzen gekauft, Teichpflanzen. Und ja, hier sieht man halt so verschiedene Sorten, dass der Büschelfarn, dann die Teichlinse und die Muschelblume. Das ist einfach gut für die Insekten, weil dann können sie eben wieder raus und ganz einfach dort trinken. Ja, hier ist das Hügelbeet. Da sieht man hinten kommt der Borretsch raus. Dann hier ist einmal die Buschbohne. Hinten der Mais. Sieht auch ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Und ja, hier vorne Lupine. Achtung, Lupine ist invasiv. Hier ist die Gurke. Habe ich 3 Gurkenpflänzchen gepflanzt. Bei der Lupine sollte man sich wirklich für eine andere Pflanze entscheiden, weil die invasiv ist. Ich werde auf jeden Fall die Blütenstände abschneiden vor der Samenreife, damit die sich nicht ausbreitet. Ja, und so sieht es vom Garten aus aus. Und die ersten Wildstauden bekommen jetzt Blüten, wunderschön und sehr begehrt bei Insekten. Hier ist die Herbsthimbeere, die so ein bisschen bedrängt wird von dem Alant mit seinen riesen Blättern. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Blätter abmachen müssen, damit die Herbsenbeere nicht überschattet wird. Ja, hier, das könnte eine Margarite sein. Das war auch einfach eine Samenmischung für Insekten, die ich da in den Topf eingepflanzt habe. Ja, hier sammeln wir Regenwasser. Da ist auch so ein bisschen Teichlinse, die ich da hingetan habe. Ja, und hier auch eine Staude, die anfängt zu blühen. Und der Rosenkohl ist jetzt, also da ist keine Blüte mehr dran. Ich lasse es aber trotzdem noch stehen. Das hier ist die Kräuterspirale. Hier sieht man den Schnittlauch, der wunderschön blüht. Das ist für die Insekten auch richtig gut. Dann die Zitronenmelisse. Und der Salbei hat auch angefangen zu blühen und ich finde die Blüten auch wirklich wunderschön. Dann kommen wir zum Hochbeet. Da sieht es wirklich dieses Jahr ziemlich gut aus, wie ich finde. Hier sieht man vorne den Eichblattsalat. Dann kommt der Fenchel. Und der Bataviasalat. Dann die Salatrauke. Dahinter kommen 2 Sorten Kohlrabi. Und hier sieht man Mangold. Und nochmal Kohlrabi. Und Asiasalat am Schluss. Hier sieht man den Schmetterlingsflieder. Dazu auch, der ist invasiv. Bitte nicht kaufen und wenn ihr ihn schon gekauft habt,
dann am besten die Samenstände bzw. die Blüten abschneiden, bevor die Samenreife erreicht wird, damit er sich nicht ausbreitet und andere verdrängt. Ja, hier im kleinen Beet sind Paprikas eingezogen, das ist auch die Sorte Flynn und Ringelblumen. Ja, hier ist auch nochmal so ein bisschen Wildwuchs. Da habe ich auch einfach eine Samentüte für Wildbienen eingepflanzt und lasse sich das Ganze so entwickeln. Hier seht ihr einmal die fette Henne. Die habe ich auch in einer Tuppe stehen und noch andere Pflanzen, noch andere Stauden. Ja, und hier unsere Rose kommt wieder. Die riecht total gut und sieht auch wirklich schön aus. Ja, hier ist einmal unsere Rankhilfe für die Kürbisse und die Kürbisse sind auch schon in ihre Pflanzsäcke bzw. Töpfe gekommen. Die sehen jetzt so aus und da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Hier seht ihr unsere Kartoffelpyramide, die jetzt keine Kartoffelpyramide mehr ist. Ich habe da andere Pflanzen eingepflanzt. Hier sieht man einmal Salat und die Bohne, die schon rauskommt. Dann einmal Knoblauch an allen vier Seiten und Radieschen. Und ganz unten an vier Seiten habe ich Erdbeeren gepflanzt, zwei verschiedene Sorten. Ja, hier seht ihr die Mini-Bennies-Hecke für Kleinsäuger und Igel. Ja, und so sieht es Ende Mai in unserem Garten aus. Dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!